Leute, willkommen! Heute ist Halloween und ja, Mercedes kennt sich richtig gut damit aus. Ich nicht, deswegen gebe ich dir jetzt erstmal weiter. Oh nein! Doch. Okay, ja, heute ist, wie man sieht, an unserem schönen Gast heute. Ja, den haben wir. Eine Halloween-Folge. Und wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht mit einem Halloween-Quiz starten und vielleicht uns währenddessen oder vielleicht bringt uns das Quiz noch auf andere Ideen. Genau, ja. Das sind über 75 Quizze zu Halloween. Ich habe die Seite noch nicht durchgelesen. Ich weiß nicht. Achso, du weißt nicht, was kommt, ne? Ich weiß noch nicht, was kommt. Guck mal, wir können hier raufklicken, Halloween-Quiz. Nein. Ne? Ich glaube, das Quiz ist hier direkt. Aha. Ah, das ist blöd, die Antworten sind ja direkt daneben. Nee. Doch. Ist es dann zoom rein? Ja, genau. Warte, ich zoom rein. Dann sieht man das. Okay. Ja, wie dumm. Wie soll man das denn dann vorlesen, wenn du das dir genau rechts noch hast? Ja, das. Warte, aber wir haben es jetzt verdeckt. Okay, wann ist Halloween? Ja, das ist jetzt unfair, weil ich hab's gerade falsch gesagt vor der Kamera. Ich habe gesagt, ja, wir können das Video ja am 30. holen. Hochladen und Mercedes hat mich richtig böse angeguckt und nein, 31. Ja, dann ist es am 31. Das heißt, da bin ich eigentlich schon raus. Okay. Da. Genau. Soll ich dann für dich die, dann können wir immer so abwechselnd machen. Mhm. Okay. Ich dachte, wir beantworten ja einfach beide. Ja, stimmt. Lass es so machen. Okay. Mhm. Wann wurde Halloween erfunden? Ja, klar, wenn ich das weiß. Das weiß ich aber auch nicht. Ich dachte schon. Nein, das weiß ich auch nicht. Und dann lass uns raten und wer näher dran ist, hat nicht gewonnen. okay. Wann wurde Halloween erfunden? Auf jeden Fall bei der USA. Ne? Da steht ja wann. Ja, ich weiß. Und die nächste Frage ist. Ist das nicht irgendwas Herkunftsland von Halloween? Ja, stimmt, lustig. Ich sag jetzt einfach. War das nicht irgendwas mit St. Martin gewesen oder irgendwas mit dem Weihnachtsmann? Nee, das macht gar keinen Sinn, alle, in diesem Zeitpunkt. Ich sage 1892. Ich sag 1553. Okay, Leute. Nein, du darfst noch nicht. Wir müssen erst die nächste Frage beantworten, sonst sehen wir die Antworten alle schon direkt. Ach, hier sind mal so drei und dann klickt man auf. Ja, keine Ahnung, egal. Wir machen jetzt einfach weiter. Okay, Leute, die nächste wir gleich Frage ist Herkunftsland von Halloween. Du hast eben USA gesagt. Ja, ich könnte auch Kanada mir vorstellen, muss ich sagen. Also. Oder Schweden? Es wäre ja logisch, wenn es die USA wäre, weil es ja in den USA am größten gefeiert wird. Genau. Aber ich weiß nicht, ob das so ein Brauch ist, der rübergewandert ist und nur dort hängen geblieben ist. Aber ich würde jetzt spontan auch USA sagen. Ja, ne? Das ist bestimmt falsch. Jetzt lass mal schauen. Okay, erstmal, wann ist Halloween? Jährlich am 31. Genau. Ernst? Wann wurde Kanada. Wann wurde Halloween erfunden? Vor circa 2000 Jahren. Ja, okay, welches Jahr war das dann? Alter, was war? Ja, 1800. 1824 ungefähr. Also doch so spät. Puh, krass. Mhm. Ah, geil, ich lese schon, wo das herkommt. Das war auch nicht schlecht von uns. Ja, Herkunftsland von Halloween. USA und Kanada. Ja. Ey, wie geil, ja, krass. Cool. Ja, ich habe irgendwie an Kanada gedacht. Ich dachte auch so, ha, vielleicht passt das ja. Interessant, cool. Ich gucke mal, ob es hier noch mehr Quiz gibt. Mhm. Leute, ihr könnt gerne mitmachen. Schreibt in den Kommentaren einfach. Macht kurz Pause und schreibt auch rein eure Meinung. Und dann einfach mitspielen, das macht Spaß. Ich glaube, das ist so eine Sammelseite von Quiz. Das heißt, du musst immer weiter suchen, ne? Irgendwo draufklicken, glaube ich. Und dann guck mal, das ist auch cool. Punking Black Cats. Ah, das ist alles Englisch, das kann ich. Wer solltest du für das Halloween-Quiz sein? Lass uns das Halloween-Charakter Glücksrad spielen, um herauszufinden, welcher Charakter du bist. Das hört sich langweilig an. Um die passenden Halloween-Kostüme für dieses Jahr auszuwählen. Okay, komm. Ich bin. Ach, es geht einmal. Ah, okay. Wenn es so einfach geht. Michael, du musst Stopp klicken, oder? Nein, ja, das macht es schon alleine. Vampir. Ich bin ein Vampir. Okay. Aha. Boah, was könnte ich denn sein, wenn ich da jetzt draufklicke? Okay, was bist du?
schon richtig was Dummes, irgendwie so ein Fisch oder so. Es gibt ja hier nur Halloween-Sachen. Ich würde, glaube ich, ein Creeper sein. Zählt das in Halloween-Leute? Ich glaube nicht, dass das da draufsteht. Mal gucken. Also ja, theoretisch. Zombie könnte auch passen. Ja, du kannst an Halloween, kannst du, also wenn du es nach dem USA-Brauch machst, kannst du sein, was du willst. Du kannst sogar als Prinzessin gehen. Hm. Bei uns ist ja Halloween nur gruselig. Wenn da gleich Prinzessin steht, dann dreh ich durch. Okay, Leute, ich klicke. Mal gucken, was da rauskommt. Ich denke Zombie. Oder es ein Werwolf. Ein Werwolf? Ja, das passt aber wirklich. Ja. Krass. Okay, das ist wirklich. Ein Vampir und ein Werwolf. Oh mein Gott, wir sind Twilight. Stimmt. Oh nein, unangenehm. Ich bin Jacob. Nee, du bist Jacob. Ich bin Jacob. Scheiße. Jacob. Nicht Draco. Und ich bin. Warte, ich habe seinen Namen kurz vergessen. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Edward. Okay, nächstes Quiz. So, was gibt's hier noch? Hier Kinder und Trivia für Kinder und Erwachsene. Das ist jetzt wieder Bild. Ich glaube, die Antworten stehen da wieder drunter. So. Ernst? Dann kann man es, glaube ich, so nicht lesen. Bitte das nochmal verändern in dieser Seite. Von welcher Person? Die Seite heißt Asili. Nein, komm, scheiß drauf. Okay. Erstmal morgen. Von welcher Personengruppe wurde Halloween gegründet? Welche Halloween-Gruppe? Von welcher Personengruppe? Boah. Alter, keine Ahnung, wer Halloween erfunden hat. Und welche komische Gruppe. Und welcher Personengruppen wurde Halloween gegründet? Ich weiß auch nicht genau, was mit Personengruppe gemeint ist. Ob die jetzt sowas wie die... Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Die Pagans oder so. Irgendwie sowas, ne? Ich sage... Wie heißt der Typ? Wie heißt der Lyndon? Der alte Präsident von den USA. Da gab es viele. Ja, ganz viele. Also ungefähr fünf, sechs Präsidenten davor. Ich glaube, der hat auch den Geldstandard verändert. Du weißt aber schon, dass vor 2000 Jahren Halloween erfunden wurde, ne? 2000, also stimmt. Das haben wir eben. Stimmt. Das macht keine Ahnung, Mozart, ey. Ja, ich weiß es nicht, Leute. Mozart. Okay. Der Erste. Alles klar. Von Wikingern, Mauren, Kelten und Römern. Okay. Mhm. Schon mal, oh, warte. Was ist das beliebteste Halloween-Kostüm für Kinder im Jahr 2021? Was sind das für Fragen? Sailor Moon? Ja, die Frage ist jetzt halt in Deutschland. Ja, ja, genau. Oder in den USA. Ja, stimmt. Weil in Deutschland müsste es was Gruseliges sein. Gespensterkostüme? Ich könnte, ja, sowas Klassisches wahrscheinlich. Vampir, ja, Hexe. Genau. Werwolf. Ne, Werwolf wahrscheinlich nicht. Ne, Prinzessin. Geist. Ja, Geister vielleicht, ne? Oder... Könnte es denn sein? Das ist wahrscheinlich. Dieser Jahr ist, glaube ich, extra hingemacht, weil das wirklich sehr interessant war. Das war wahrscheinlich so ein übelster Trend, glaube ich, in dem Zeitpunkt. Gab es wahrscheinlich was, irgendwas Dummes. Wahrscheinlich irgendein Film, der rausgekommen ist, genau. Oder so. Vielleicht Wednesday? Was war das denn? Das war doch nicht 21, oder? Das war doch jetzt vor kurzem erst. Ich habe, glaube ich, auch das im Kopf. Ja. Also zumindest die Serie, ne? Die Filme gibt es ja schon lange, aber. Da gab es wahrscheinlich auch so einen Hype mit der Serie, kann ich mir vorstellen. Boah, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich sag erstmal Gespenst. Ich sag. Ach, Gespenst ist doch auch dumm, ne? Hexe, wow. Geist, Vampir. Okay, ich gehe runter. Und Elsa. Okay. Ja, ich habe auch an Elsa gedacht. Ich hab's nicht gesagt. Okay. Ich hab's nicht gesagt. Ich habe an Elsa gedacht. Mist. Und. Spider-Man. Spider-Man, ja. Geist. Ja, okay, ja. Einen Punkt haben wir. Kürbis. Kürbis habe ich jetzt nicht gedacht. Kürbis. Kürbis. Okay, haben wir ja auch gemacht, ne, letztes Jahr. Ja, aber die meinen so ein normales Kürbiskostüm, jetzt nicht ein Kürbiskopf. Wir haben richtig einen Kürbis auf unser Kopf gepackt. Ja. Geil. Okay, willst du die nächste Frage? Ja. Welche Religion passte im Jahr 1000 nach Christus Halloween an ihre eigenen Bräuche an? Ja, wahrscheinlich das Christentum, ne? Die passen doch alles an ihre eigenen Bräuche an. Nein, okay, sorry.
glaube, ich bleibe dabei. Okay, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, Christentum. Christentum. Aber auch Islam. Judentum und Islam. Okay. Christentum wird aber groß geschrieben. Ah, und Konfuzianismus steht hier noch. Hm. Okay, das ist eine witzige Frage. Welche dieser Süßigkeiten ist zu Halloween in der USA am beliebtesten? Okay, die Antwort kenne ich. Ach, das Problem ist, sie war mal in der USA, ich nicht. Okay, das ist die Lieblingsschokoladensüßigkeiten. Keine Ahnung, was da für Süßigkeiten sind. Ich lasse dich zuerst und dann... Keine Ahnung, Mr. Beast Riegel. Ja gut, da steht nicht welches Jahr, ne? Hm. Ich würde sagen Candy Cane. Mhm. Candy Corn, sorry, Candy Corn. Bestimmt auch Reese's, weil die gibt es auch... Reese's sind diese, die du immer magst mit Erdnussbutter? Ah, die gibt es dann auch okay. Mit so Kürbissen zur Halloween-Zeit. Vielleicht Oreos auch noch, so Halloween-Oreos? Ja, Oreos könnte auch Sinn machen, aber Oreos essen die immer. Reese's essen die eigentlich auch immer. Also ich denke Candy Corn auf jeden Fall, das kenne ich nämlich nur von Halloween. Ich könnte... mir auch Hershey's vorstellen. Aber das ist was Ekliges vielleicht auch. Oder so Twizzlers oder so, aber das glaube ich nicht. Center Shot, aber ich weiß nicht, ob das sowas da gibt bei denen. Ich glaube, ich war bei Candy Corn. Okay, ich bin dann bei Oreos. Oreos, okay. M&M's? Milchklamotten? Das kenne ich gar nicht. Milchklamotten? Reese's, hast du ja gesagt. Reese's, Kichert. Wurde das irgendwie schlecht übersetzt? Kichert. Was ist denn Kichert? Kichert? Keine Candy Corn? Hä, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Krass. Milchklamotten? So Milch, Pinguinmilchschnitte wahrscheinlich, sowas, ne? Meine die, glaube ich, mit Milchklamotten. Und M&M's, okay, das finde ich sehr langweilig. Aber M&M's finde ich richtig langweilig. Und was ist Kichert? Kichert? Da kichert einer, der das hier aufgeschrieben hat. Ich habe das Gefühl, die haben so ein Wort genommen und das einfach übersetzt. Ach so, ja. Milk. Okay, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es nicht Candy Corn ist. Ja, voll, ne? Ich jetzt, aber du hast Reese's gehabt. Reese's. Eins ist schon mal richtig von vier. Boah, das muss ich mal googeln. Das kann ich gar nicht glauben. Nee, das ist das, Leute, das ist der Alte. Okay. Wie? Oh, was, sorry? Wie heißt die Aktivität, bei der es darum geht, schwimmende Früchte mit den Zehen zu greifen? Hä? Das kenne ich gar nicht. Mit den Früchte mit den Zehen? Kennst du das? Du machst es hauptsächlich mit Äpfeln. Äpfeln? Dann hast du so einen Eimer. Ich glaube, das ist doch so ein amerikanisches Ding. Ich glaube, ich kenne das von Kinderfilmen, glaube ich. Dann hast du so einen dicken Eimer und dann sind da Äpfel drin. Und dann musst du Hände hinter den Rücken machen und dann tauchst du da so rein und dann holst du den Apfel raus. Ja, ja, ich kenne das, aber ich habe es noch nie gespielt. Ich weiß aber nicht, wie Fruchtfänger. Ja, schwimmende schwimmende Zähne. Ja, wahrscheinlich einfach Apfeltauchen. Oder so. Ach so, ja, okay. Oder Es gibt, glaube ich, wirklich ein Wort dafür, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Heißer Apfel. Alter, oder? Das könnte doch passen, heißer das Apfel. Das ist aber kein heißes Wasser, wo du deinen Kopf reinsteckst. Okay, sollen wir gucken? Ja, komm, let's do it. Apple Wacket Dippen nach Bienen. Ja, okay. Ich traue dieser Seite irgendwie nicht, ja, muss ich ehrlich sagen. Die sieht sehr komisch aus, dass es so eine USA-Seite gibt und die wurde einfach nur auf Deutsch übersetzt. Wackelt? Ja, die wurde einfach nie übersetzt. Nie im Leben heißt das so. Das hört sich schon alles komisch an. Tippen so, nach Bieren, okay, das könnte das Deutsche sein. Genau, ja. Ananasangeln weg, das ist meine Tomate. Als ob das so heißt. Das ist ja genauso blöd, was wir gedacht haben, ne? Apfelgrabben, habe ich ja gesagt. Das ist meine Tomate. Lass das mal googeln. Schlechte Seite, glaube ich. Ich könnte mir eher vorstellen, so... Oder Apple Dipping? Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Okay, in welchem Land hat Halloween angefangen? Die Frage hatten wir ja vorhin schon. Ach so, ja. Kanada und USA. Oh, nee, okay. Hä? Hey. Das macht doch aber gar keinen Sinn. Hä? In welchem Land hat Halloween angefangen? Die andere Frage ist, wo Halloween herkommt. Welches? Ja. Hä? Das macht doch das... Brasilien, Island, Irland. Irland, Indien, Deutschland? Jetzt check ich gar nichts. Wenn Halloween in Deutschland angefangen hat, wo ist es denn? Es gibt jetzt schon kaum Halloween-Deko. Stimmt, Leute. Du musst dir was vorstellen. Halloween kommt noch und es
alles voll Weihnachtsdeko und keine Halloween-Deko fast nur. Mhm. Das ist krank. Das ist echt traurig. Das, okay, das verstehe ich nicht. Was ist denn jetzt richtig? USA und Kanada oder Deutschland? Welche davon ist keine traditionelle Halloween-Dekoration? Welche davon ist keine traditionelle Halloween? Achso, da müssten wir... Das sind Fragen jetzt, die kommen, glaube ich. Aber wahrscheinlich ist das markiert, was es nicht ist. Das heißt, die Frage können wir gar nicht vernünftig machen, glaube ich. Ich mach's mal. Hier, was du gesagt hast, dieses, dass es überall gruselig ist, stimmt ja gar nicht. Nur in Deutschland ist das ja oft so, dass es gruselig ist. Aber hier steht ja traditionell. Keine traditionelle Halloween. Ich glaube, die Frage können wir nicht machen, weil wir müssen die Sachen durchlesen und dann steht da wahrscheinlich dick markiert, welches. Ah ja, lass das doch so machen. Vielleicht geht das ja doch. Ja, aber guck, die markieren das ja immer dick. Ah, dann sieht man das direkt. Dann wissen wir direkt, was es nicht ist. Diese Seite geht mir jetzt schon auf den Sack. Vielleicht sollten wir eine andere suchen. Okay, mal komm. Ah, also, du hast recht. Wir fragen euch. Also, welche... Wo waren wir jetzt? Welche davon ist keine traditionelle Halloween-Dekoration? Kessel. Kerze. Hexe. Spinne. Kranz. Skelett. Kürbis. Oder Kürbis. Achso. Da kommt nichts mehr. Ja, Kranz. Das ist jetzt schwarz angezeigt, der Kranz. Das heißt, das wusste ich dann davor schon. Aber ich wusste direkt, wo ich Kranz hörte, habe ich nur an Weihnachten gedacht. Ja, Skelett, klar. Kürbis, ja. Aber Spinne, es gibt, Hexe, es gibt, Kerze, ja, Kessel. Ja. Aber es gibt ja auch so Kränze, die man sich vor die Tür macht, so Schutzkranz oder so. Das gibt es ja auch zu Ostern. Und das ist ja nicht nur Weihnachten. Ja, stimmt. Deswegen weiß ich gar nicht. Halloween-Kranz gibt es vielleicht auch. Ich finde die irgendwie, vielleicht sollten wir gleich mal was anderes machen. Na, es geht. Paar sind geil, paar sind dann... Wir müssen ja auch nicht jede Frage machen, ne? Ja. Ja selber. In welchem Jahr wurde der moderne Klassiker The Nightmare Before Christmas veröffentlicht? Ich will mich gar nicht lachen. 1987, 1993, 1999 oder 2003. Ja gut. Ach, wir sehen's ja. Oh, ich hasse die Seite. Das wir müssen uns eigentlich doch dann bei solchen Fragen gegenseitig fragen, dass ja, einer genau. Das sieht. Ja, genau. Ich hab's vergessen. Ich guck so, warum ist das so schwarz angezeichnet? Ich würde mal 1993 tippen. Ich auch. Und ihr Leute, schreibt das gerne mal in den Kommentaren. Was denkt ihr denn? Ach, wie blöd. Ja, das ist... Ja, hier ist der Beweis. Die haben das scheiße übersetzt. Hier steht, Mittwoch Adams. Ist welches Mitglied der Adams Family? Ja, geil. Mittwoch Adams. Schlecht. Aber auch eine dumme Frage. So, ja, sie ist es halt... Habe ich mir schon gedacht, das ist halt eine amerikanische Seite. Die wurde kopiert und haben da so eine deutsche Seite rausgemacht. Ja. Ja, auch mit den Süßigkeiten. Das macht doch keinen Sinn. Alle Leute, egal. Der Kaffee war gut. Okay. Ja, sie ist halt die Tochter. Was wollen die jetzt? Was? Ja, was wollen Wednesday die? Ist welches Mitglied der NMMs-Familie? Oder wollen die wissen, dass wie vielte Mitglied? Das ist halt die Tochter, ne? Die ist halt mittelalt. Die anderen, ja, der hat noch einen jungen Bruder. Vielleicht wollen die wissen, so 1, 2, 3, 4, 5 oder so. Aber macht ja keinen Sinn. Die dritte. Ich gucke jetzt einfach mal. Tochter. Ja, wow. Tochter, Mutter, Vater, Sohn? Nein, Tochter. Ist sie die Tochter, die Mutter? Ja, Leute. Ist sie der Vater? Ja, die, okay. Und gut, wenn man die nicht kennt, dann... Du weißt, das stimmt, ja. Aber wenn man Mittwoch liest, denkt man auch so. Hä? Was steht da? Weil das Problem ist, den Namen von den Filmen lassen die Englisch, aber den Namen von Wednesday versuchen die auf Deutsch zu übersetzen. Macht doch keinen Sinn, oder? Weil... Ja, es ist irgendwie ganz komisch. Manche Sachen sind halt falsch, zu viel übersetzt. Genau. Ich weiß auch nicht, weil den Film haben sie ja auch auf Englisch gelassen. Ja. Der mir nicht übersetzt, der Albtraum vor Weihnachten. Das hätten sie ja auch machen können. Ja. Okay. Welcher Charakter erklärt im Klassiker, es ist der große Kürbis Charlie Brown? Hä, ernsthaft? Von 1966 die Geschichte des großen Kürbisses. Ah, das sind wieder Antwortmöglichkeiten. Okay, ich frage dich jetzt. Ist es Snoopy? Ist es Sally? Ist es Linus? Oder ist es Schröder? Snoopy. Badadum. No. Sie haben 10.000 Euro verloren. No. Es war Linus. Aha. Wer hat das gesagt? Ich kenne ihn Linus nicht. Ist das denn eine Halloween-Folge gewesen? Oder was hat keine Ahnung.
wurde Zuckermais ursprünglich genannt? Zuckermais, ja, Popcorn? Wahrscheinlich Candy Corn. Deswegen gibt es das, die Süßigkeit. Wurde Zuckermais ursprünglich genannt? Ja, Popcorn vielleicht einfach. Was denkst du? Ich kann mir wirklich vorstellen, das war jetzt ein Witz, aber vielleicht hieß das ja wirklich Candy Corn und deswegen gibt es die Süßigkeit, die so heißt. Ach so, okay. Wahrscheinlich nicht, aber wäre witzig. Okay. Hühnerfutter? Ich nehm's zurück. Ich dachte, das wäre jetzt so ein cooles, wo kommt das Wort her? Weißt du, wie wenn man so Sprichwörter hat, die aus dem Mittelalter kommen oder so. Okay. Ach so, Hühnerfutter. Ja, ja, klar. Kürbismais. Ja, das sind wieder Fragen. Ach, das waren wieder Antwortmöglichkeiten. Ja, ja, ich hab's vergessen. Chicken Wings. Luftknöpfe. Köpfe. Ja, richtig gruselig heute die Folge, Leute. Ich mit meinem Candy Corn, ne? Ich wollte, dass das einmal vorkommt. Ja. Ich mag das gar nicht so gerne, aber ich dachte... Was wurde zur schlechtesten Halloween-Süßigkeit gewählt? Ist das die Antwort wirklich? Bestimmt. Einmal Candy Corn. Wahrscheinlich. Voll lustig, jetzt kommt irgendjemand eine Süßigkeit. Jolly Ranger. Okay. Sour Punch. Sour Punch und schwedischer Fisch. Ja. Also ich hätte jetzt Candy Corn genommen. Ja. Aber schwedischer Fisch? Hört sich voll widerlich an, ne? Das klingt wie so eine Trickfrage, als ob das gar nicht da reingehört. Schwedischer Fisch? Das hört sich schon komisch an. Wer isst denn schwedischen Fisch zu Halloween? Das ist extra reingemotzt, dass man wirklich denkt, bah, Alter. Das Fisch, Alter. Was ist das für eine Süßigkeit? Geh mal weg mit der Süßigkeit Fisch. Aber es gibt auch noch, ne? Sour Punch und Jolly Ranger. Jolly Ranger. Und ja, und Candy Corn. die du sehr, sehr magst. Also nein, ich finde die ehrlich gesagt gar nicht lecker. Mhm. Das ist mir nur so im Kopf geblieben, weil als ich da war, gab es überall Candy Corn. Ich war ja auch an Halloween da. Mhm. Und dann waren alle so schockiert, dass ich kein Candy Corn konnte. Mhm. Und ich kenne das auch nicht. Das ist halt so, das ist eigentlich ganz witzig. Die sehen aus wie so ein Mais. Ja, wenn du an einem Maiskolben so ein Mais... Korn sozusagen rausholen. Ah, okay. So sehen die aus, aber die sind halt unten spitz und dann sind die dreifarbig und oben ist es gelb, meine ich, in der Mitte orange und unten braun. Und dann kannst du den, wenn du den, du kannst die theoretisch so zusammenbauen, dann sieht das aus, die sind halt so einzeln, das ist so Zucker, keine Ahnung was. Ah. Und die sind richtig süß. Und als ich das erste Mal da war, fand ich die voll geil. Hm. Aber dann habe ich die irgendwie nochmal probiert und ich fand die richtig eklig. Es war sowieso mit ganz vielen Süßigkeiten, die ich das erste Mal da probiert habe, die ich toll fand, die finde ich voll eklig. Interessant, ja. Und deswegen war ich so überzeugt, dass die so Fans von Candy Corn sind, weil das so präsent zu meiner Zeit da war, wo ich an Halloween da war. Okay, dann sage ich aber ganz kurz, Leute, schreibt gerne mal rein, was denkt ihr, Candy Corn, Jelly Ranger, süß, hier, Sour Punch, schweinischer Fisch. Schwedischer Fisch. Ich würde ja fast sagen, der schwedische Fisch, aber das fühlt sich an wie so eine Trickfrage. Komm, musst du überlegen. Ich bleib beim Candy Corn. Richtig! Ah, okay. Ja, Candy Corn war die schlechteste Halloween-Süßigkeit gewählt. Voll witzig, gewählt. Weil als ich da war, wirkte das wirklich so, als ob alle Candy Corn lieben. Deswegen, ich dachte, oh nein, jetzt redet, oh, die war so, ne? Ja, ich war so überzeugt. Aber schwedischer Fisch, das essen die lieber, Mann? Was ist denn los, Leute? Krass. Witzig, aber witzig, ja, weil vielleicht kommt es auch drauf an, wo du in der USA bist. Ich war ja so, ich war jetzt vor kurzem auch im Staat des Mais, ne? Also, aber ich weiß nicht, das war ja auch sehr ländlich da und... Die waren, oder die Familie zumindest, bei der ich war, die waren so von Candy Corn begeistert, dass ich dachte, jeder da liebt Candy Corn. Ja, wurde gewählt, ne? Die schlechteste Süßigkeit. Ja. Verstehe ich aber auch, weil das ist einfach nur süß. Mhm. Aber alle essen Candy Corn, hatte ich so im Gefühl. Gott, hört auf, Candy Corn zu essen. Okay, jetzt weiß ich es wenigstens. Jetzt ist es endlich raus. Was bedeutet das Wort Halloween? Oh. Gibt es hier Fragen wieder? Unheimliche Nacht, Abend der Heiligen. Mm-mm. Tag der Wiedervereinigung, Tag der Süßigkeiten. Das ist ja eigentlich
Dann habe ich doch schon ein bisschen recht gehabt. Ich habe da am Anfang noch so gesagt, das wirkt so ein bisschen wie so weihnachtlich oder so. Aber ja, als ob es Tag der Süßigkeiten heißt. Nein, nein. Weil Weihnachten, Halloween ist ja eigentlich der Tag, an dem der Schleier zwischen den Welten halt, sagt man ja, sehr nicht existiert oder sehr niedrig ist und dass dann die von der anderen Seite rüberkommen können. Und eigentlich schon, so, deswegen zeigen so viele Filme, so ein Halloween kommen ja, alle in Portale deswegen raus. Verkleidet man sich ja auch, damit... Ne, dass man sich versteckt ist. Dass man selber aussieht wie ein Monster, dass man laut sein kann und so, dass sie... Ja, aber ich finde die ja alle nicht passend. Nee, kannst du die nochmal vorlesen? Unheimliche Nacht. Ja, wahrscheinlich das. Abend der Heiligen. Komisch, Leute, einfach die Kamera ist einfach ausgegangen. I don't know. Also, ich glaube irgendwie die Seite ist komisch. Ja? Ja. Stimmt nichts mit Abend der Heiligen? Ja, weil wenn man, was ist die Bedeutung von Halloween? Mhm. Dann kommt halt das, ne? Der Mythologie nach machten sich an Samhain die Toten auf die Suche nach den Lebenden, die im nächsten Jahr sterben sollten. Zur Abschreckung der bösen Geister verkleideten sich die Menschen mit furchterregenden Kostümen und spukten selbst bei Nacht durch die Straßen. Große Feuer sollten böse Geister fernhalten. So kenne ich das auch, ja. Ja, vielleicht heißt es ja auch wirklich Abend der Heiligen. Ne, die kommen, ne, die schon tot sind. Ah, hier steht, was heißt Halloween übersetzt auf Deutsch. Ah. Das Wort Halloween in älterer Schreibweise, Halloween mit so einem Strich in, en, ist eine Kontraktion von All Hallows Eve. Ach so, ja, doch, stimmt. Was heißt das? Allerheiligen Abend. Benennt den Tag bzw. den Abend vor Allerheiligen. Entschuldigung. Also wir? Wie es auch bei Heiligabend, Englisch Christmas Eve. All Hallows Eve. Okay. Deutsch gemäß Duden. Der Abend vor Allerheiligen benennt die Volksbräuche am Abend und in der Nacht vor dem Hochfest Allerheiligen vom 31. Oktober auf den 1. November. Dieses Brauchtum war ursprünglich vor allem im seinerzeit katholisch geprägten Irland verbreitet. Die irischen Einwanderer in der USA pflegten ihre Bräuche in Erinnerung an die Heimat und bauten sie aus. Okay. Na cool. So Leute, wir sind schlauer geworden, glaube ich, mit Heiliger Abend. Ja. Eine Quizfrage noch. Okay. Eine noch, Leute, komm, und dann. Eine Abschlussfrage. Dann hören wir hier auf mit den schrecklichen Halloween-Quiz-Fragen. deswegen sind die so billig, weil die gruseln schon in mir. Weil die so schlecht sind, Leute. Jetzt verstehe ich das. Okay, warte, ich scroll mal. Ach, so viele Fragen gibt es noch. Stopp. Oh, warte, das war zu weit. Okay, ich mache auch zu. Da ist schon die Seite drin. Okay. Gleich gucken? Ja, witzig. Okay, die muss ich dir stellen. Mhm. Weil ich weiß die Antwort. Wie heißen die drei Hexen aus Hokus Pokus? Darauf ist die Frage gelandet. Das ist eine gute Abschlussfrage. Ist es das, wo diese dummen Geschwister, diese dummen Lachen? Mhm. Oh, uiuiui. Wir haben auch vor kurzem den zweiten Teil geguckt zusammen. Ja, super. Gut, dass mir da nichts hängen geblieben ist. Aber der war nicht so gut wie der erste. Nicht ansatzweise. Oh, wie heißen die? Leute, ihr könnt gerne mitmachen, ne? Soll ich dir die Anfangsbuchstaben sagen? Ja, gerne, das wäre. Also einmal gibt es ein W, dann gibt es einmal S und einmal M. Manny? Fast. Melly? Wings? Nein. Zehner? Hä, das sind nicht mal die Buchstaben, die ich dir genannt Doch, habe. Doch, W, S, M. Ja, Xena? Achso, ist das ein Was Z, stimmt. Da?
Nein. Ne? Das ist ein X. Ach so. Aber ja, ZT. Ja. Sarah? Nein, Leute, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sarah war richtig. Sarah war richtig? Mhm. Oh mein Gott. Aber Sarah zählt nicht, ne? Doch. Ja, Leute, eins habe ich fertig. Yay, okay. Gibst du noch M und W? Der M-Name ist leichter als der W-Name. Ja, habe ich mir schon gedacht. Mary? Ja, ist ja? Richtig, ja. Ja? Mhm. Oh, das war aber geraten, ey. Das war doch geraten. Also. Warte, wie? Ich glaube, den kriegst du nicht. Nee, ne? Ich glaube nicht. Wingsy? Nein, was sag ich da? Die. Bist du blöd, Mann? Das geht doch viel einfacher. Das ist meine groß. Oh mein ja, ich weiß. Nee, ich weiß nicht. Ich schieb auf. Keine Ahnung. Winifred. Winifred. Fred. Alter, okay, das würde mir wirklich nicht einfallen. Krass, ich lach dir ins Gesicht. Ja, sorry. Ja, krass. Okay, da würde ich wirklich nicht drauf kommen. Alles klar. Krass. Leute, habt ihr auch viele Antworten richtig gehabt? Werde ich in den Kommentaren sehen dann. 1, 2 oder 3. Ja, hat mir sehr Spaß gemacht. Ja, war ganz witzig. Leute, ich wünsche euch, und Mercedes auch, eine wunderschöne Halloween-Nacht. Ich weiß ja nicht, was ihr noch macht, aber lasst euch nicht umbringen. Bringt keine anderen Leute um. Mhm, ja, wäre auch gut. Und versteckt euch bloß, weil jetzt fliegen die Toten rum, ne? Die uns dann jagen wollen, glaube ich. Mhm. Irgendwie sowas. Ja, die Toten kommen. Die Toten kommen. Nicht die toten Hosen, die Toten kommen, Leute. Und wir müssen uns sehr, sehr doll verstecken. Genießt Halloween. Oder halt selber verkleiden und sich unter die Toten mischen. Genau. Macht viel mehr Spaß. Mhm. Ja. Grüß die Toten von mir, Leute. Tschüss. Ciao. Und vergesst nicht zu abonnieren, Leute. Ho, 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 ho. Okay.